Hallo und herzlich willkommen zu Unicorn. Heute mal eine etwas andere Location, wo wir beginnen. Und zwar in meinem flauschigen Puffsessel, möchte ich ihn mal nennen. Ja, eine sehr angenehme Art, mit der Arbeit zu beginnen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich einpenne hier drin, auf jeden Fall, weil es ist schon extrem flauschig. Ja, heute ein sehr spannendes Thema für mich, und zwar die Nagelform Edge. Sehr spannend für mich, weil ich sie persönlich vorher noch nie gemacht habe. Ich habe sie zwar schon ein paar Mal gesehen bei Instagram, Facebook oder so. Aber wie gesagt, noch nie gemacht, da ich ein sehr normales Nagelstudio hatte. Die Leute wollten, wenn es hochkommt, mal ein Stiletto oder mal einen Lipstick oder eine Mandelform. Also das war so der Standard. Ja, diese Edge-Form ist, glaube ich, auch nicht so wirklich für den normalen Nagelstudio-Betrieb geeignet, weil sie schon sehr zeitintensiv ist. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, weil sehr viel Feilarbeit wahrscheinlich nötig sein wird. Aber ja, ich möchte euch trotzdem zeigen, wie mein Weg ist, an sowas ranzugehen. Wenn ihr persönlich noch nie eine solche Nagelform gemacht habt, möchte ich euch heute mal so meine Herangehensweise zeigen. So, starten wir erstmal mit der Suche bei Google. Google.de Nagelform Edge. Ach, vertippt. Und zwar Bilder. Wonach schaue ich zuerst, wenn ich mir eine neue Nagelform ausgucke? Ich schaue mir zuerst erstmal den Nagel von oben an. Wir haben jetzt hier anscheinend mehrere Möglichkeiten, einmal stilettomäßig das Ganze zu machen und einmal so ein bisschen eckiger. Ich glaube, ich werde eher in die Richtung gehen. Und zwar werden wir da, glaube ich, das Ganze so ein bisschen wie die gotische Mandel machen. Hier sieht man es ganz gut, dass der Nagel nach unten sehr stark abfällt. Das heißt, wir fallen den Nagel zum Schluss schräg und machen die Schablone sehr spitz. Dann sehe ich hier natürlich auch noch, was das Edge ausmacht. Und zwar diese sehr eckige, ja, diesen sehr eckigen Apex. Ja, das wird wahrscheinlich mit Gel etwas schwieriger werden, weil das Gel wahrscheinlich eher dazu neigt, nach unten zu laufen. Das heißt, wir müssen relativ schnell arbeiten. Und es wird auf jeden Fall auch sehr viel Feilarbeit sein. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Hier ist auch ein cooles Design. Ja, hier hinten ist er sehr rund ausgeprägt. Also an der Nagelhaut ist er rund gefeilt. Da sehe ich jetzt keine Ecke. Ihr könnt immer sehr gut erkennen, wie der Nagel gefeilt ist oder ob irgendwo welche Unebenheiten drin sind an dieser Lichtlinie hier. Das sind Reflexionen vom Licht. Wenn jetzt hier so Unebenheiten wären, dann wäre der Nagel schlecht gefeilt und sehr uneben. Hier sieht man zum Beispiel so ein bisschen, dass der Nagel hier wahrscheinlich so eine kleine Beule hat. Ja, an dieser Linie erkenne ich jetzt natürlich, dass der Nagel hier sehr gerade ist. Ja, wir orientieren uns einfach mal an dem. Das heißt, wir müssen im Endeffekt den Apex sehr eckig feilen, so dass es quasi ein V ergibt. Die Schablone müssen wir wahrscheinlich auch direkt zu einem V formen, damit wir hier diese sehr spitze V-Form hinkriegen. Wir müssen relativ schnell mit dem Gel arbeiten, weil ich denke, dass es nach unten laufen wird eher. Und ja, und wahrscheinlich sehr viel feilen. Wahrscheinlich werde ich zum Schluss ein bisschen mit der Fräse arbeiten, damit mir so ein bisschen die Feilarbeit erspart bleibt. Und ja, ansonsten glaube ich, brauche ich jetzt erstmal nichts weiter an Informationen. Mit diesen Bildern werde ich jetzt einfach mal nach oben in mein kleines Studio gehen und mit der Modelage beginnen.
So, bei der Edgeform werde ich jetzt erstmal die Schablone vorbereiten. Ich werde jetzt nicht genau auf das Schablonenkleben eingehen. Da könnt ihr euch gerne nochmal mein Video zum Thema Schablone angucken, beziehungsweise meine Videos. Es sind zwei insgesamt. Ja, wie gesagt, ich bereite mir jetzt erstmal die Schablone vor. Ich sage euch natürlich, worauf ihr bei der Edgeform achten solltet. So, wir haben erstmal hier die Schablone. Da wir jetzt eine harte Kante haben wollen. Es ist ja hier keine C-Kurve, sondern eher eine V-Kurve, besser gesagt. Müssen wir denn die Schablone jetzt hier einmal in der Mitte stark knicken. Wirklich mittig das Ganze. Richtig schön stark knicken. Dabei nicht die Trägerfolie abziehen. Macht das mit der Trägerfolie, denn sonst kriegt ihr die Schablone nie auseinander. So, und so haben wir uns schon mal unser V vorbereitet. Und dann fangen wir an, die Schablone unter den Nagel zu kleben. Ganz normal die Trägerfolie abziehen. Hier nehme ich mir auch wieder den Kreis und klebe ihn mir hier in die Mitte. So. Genau, dann ziehe ich mir hier das einmal auseinander. Und dann kommt das Ganze unter den Nagel. Natürlich ein bisschen fummelig. Und ich sehe hier muss ich natürlich auch wieder die Schablone einschneiden, damit ich auf der Seite hier tiefer komme, weil hier habe ich so eine kleine Lücke. Die möchte ich natürlich nicht haben. Das heißt, einfach wieder eine Nagelschere nehmen und hier einen kleinen Keil reinschneiden. Sag mal, rammeln da eigentlich Eichhörnchen oder was ist das für ein. Nein, das sind die Dachziegel, glaube Ja. So, und dann das Ganze unter den Nagel schieben. Dann das Ganze natürlich vorne richtig zusammendrücken, weil wir wollen ja diese Edge-Form haben. Ungefähr ja, bis hierhin, also bis zur Spitze, an der Spitze sollte es ganz zusammengedrückt sein. Und hier sollten wir dann eine leichte Kurve haben. Hier lässt es sich natürlich nicht vermeiden bei dieser Form, dass wir hier eine kleine Lücke haben zwischen Nagel und Schablone, da wir diese eckige Form haben. Das könnt ihr natürlich versuchen, so ein bisschen mit der Schablone auszugleichen, aber wir werden da nicht drum rumkommen, später nochmal mit der Fräse unter den Nagel einmal drunter herzugehen, um diese Kante zu entfernen. Bei dieser Form ist es jetzt nicht so tragisch, wenn die Schablone ein wenig nach oben zeigt. Ich bin immer ein Fan davon, dass es gerade ist. Viele machen es so, dass es gerade bei der Form nach oben zeigt, damit die Spitze relativ weit oben sitzt. Aber ich versuche den Aufbau möglichst so zu setzen, dass wir hier die Kurve haben und hier vorne das Ganze ausläuft. Werden wir später noch mal sehen. Ja, mal gucken, wie das so funktioniert. Ich denke aber, das ist der richtige Weg. Auch hier werde ich wieder mein Fiberglasgel von Fingerspitzengefühl nehmen und schon mal den Nagel zu modellieren. Ich werde erstmal so ein bisschen auf dem Nagel, auf dem Naturnagel das Ganze auftragen. Und dann werde ich mir die Form modellieren. Nicht mit dem Gel geizen. Ganz wichtig. Und auch an den Seiten solltet ihr möglichst tief gehen. Wir wollen ja kein Stiletto machen, sondern die Edge-Form. Das heißt, hier müssen wir natürlich auch noch was hinmachen. Das Ganze natürlich auch an der anderen Seite.
Hier arbeitet das Gel ein bisschen gegen uns, da es nach unten läuft. Das heißt, wir müssen ein bisschen schneller sein als das Gel. Und zum Schluss am besten hier in der Mitte nochmal was hinsetzen. So, da wir das Ganze pinschen wollen, kommt das jetzt für 20 Sekunden in die Lampe. Dann, wenn die Lampe, wenn der Finger wieder aus der Lampe rauskommt, kontrolliert erstmal, ob euch das Gel noch nicht zu dünn ist. Ja, hier an der Seite ist es noch ein bisschen dünn, ein bisschen flüssig. Das seht ihr daran, wenn ihr auf dem Nagel rumtippt und das ganze Fäden zieht, dann ist es definitiv noch zu flüssig. Und deshalb werde ich das Ganze jetzt nochmal für, nochmal einzeln rein in den Finger. Nochmal kurz reintun für 5 Sekunden ungefähr. Und dann werden wir jetzt erstmal die Schablone abziehen, um das Ganze zu pinschen. Das wird definitiv der längste Nagel, den ich je in meinem Leben gemacht habe. So. Jetzt kann man hier vorne schon ganz gut erkennen, dass die V-Form ganz gut drin sitzt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das hier noch ein bisschen zusammengedrückt kriegen. Und dann natürlich auch die Pinch-Klemme ansetzen. Und dann einmal komplett aushärten in der Lampe. So, als nächstes werde ich jetzt den Aufbau machen. Da ich ein Full-Cover auf dem Ganzen machen möchte, nehmen wir das jetzt aus der Lampe raus. Entfernen die Pinchklemme, gucken uns das Ganze nochmal an. Das sieht ganz gut aus. Und da das ein extrem langer Nagel ist, werde ich jetzt wahrscheinlich 2-mal Aufbaugel drauf machen. Hier nehme ich auch wieder das Fiberglasgel von Fingerspitzengefühl, das Camouflagegel. Finde ich eigentlich ganz gut für so eine Form, weil, wie gesagt, es ist Fiberglas verstärkt. Und da kann uns das Ganze nicht so schnell in der Mitte durchbrechen. Ein Tropfen reicht hier anscheinend nicht. Nehmen wir mal noch direkt den zweiten dazu. Dann streiche ich das Ganze nach vorne aus. Und dann in die Lampe. Bei so langen Formen würde ich darauf achten, dass ihr den Zeigefinger und den Daumen einzeln reinlegt in die Lampe, denn es kann schnell mal passieren, dass das Aufbaugel, wenn es wirklich dick drauf ist, gerne mal zur Seite wegrutscht. Deshalb die Kunden gerne den Finger einzeln reinlegen lassen, damit der wirklich schön gerade in der Lampe liegt. So, jetzt mache ich das zweite Mal Aufbaugel drauf. Fange hier in der Mitte an. Arbeite mich dann nach hinten. Und dann langsam nach vorne. Hier reicht ein Tropfen auch wieder nicht. Ruhig auch immer mal von der Seite gucken, wie der Aufbau so ist. So, dann nehmen wir uns das Ganze aus der Lampe wieder raus, cleanern den natürlich ab und gucken mal, was wir jetzt so feilen müssen. Von der Seite her muss er
hat er hier jetzt den Aufbau. Hier ist die stärkste Stelle und dann wird er ab hier gerade. Diese gerade Form müssen wir auch beibehalten und wir wollen jetzt diese Seite eckig machen und diese Seite eckig machen. Ich nehme jetzt mal meinen Rapidograph und zeichne mir das mal so ein bisschen an. Das heißt, wir müssen hier quasi, dürfen wir nicht feilen, denn da ist die Stelle, wo es dann spitz ist. Ich werde mir jetzt erstmal hinten an der Nagelhaut alles zurechtfeilen, denn da werden wir ganz normal das an den Nagel, an den Naturnagel anpassen. Das heißt, wir feilen uns zur Nagelhaut hin das Gel runter. Falls das Gel auf die Haut gelaufen ist, natürlich wegfallen. Vorsichtig, die können nicht verletzen, sonst jammern sie. Und dann müssen wir uns jetzt hier die Ecken reinfeilen. Das heißt, ihr dürft die Pfeile nur gerade bewegen und nicht irgendwie rund feilen, sondern wirklich gerade feilen. Immer dieselbe Bewegung, so lange bis ihr die Kante reingefeilt habt. Mir ist es jetzt zu bunt geworden. Ich habe mir jetzt einfach mal die Fräse genommen und das Ganze so ein bisschen in Form gefeilt. Ist natürlich super, wenn ihr da einen sehr geraden Aufsatz für habt. Ich habe jetzt einen leicht abgeflachten, sonst kriege ich gleich einen Krampf in meinem Daumen. Weil es ist echt viel Arbeit hier mit dem Feilen. Dann natürlich immer noch die Form im Auge behalten, von oben immer mal wieder drauf gucken, ob euch das Ganze so gefällt. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass es ein bisschen mehr rund wird und hier sehr gerade ist. Das heißt, ich falle hier noch ein bisschen mir das Ganze zurecht. Zwischendurch immer mal gerade von vorne drauf gucken. Können ja mal hier so, dann kriegst du das hin. So einmal. Dann, na, ist die Kamera scharf? Ja. Einmal so ein Zwischenstand. Ist natürlich. Die V-Form ist schon mal da. Das heißt, wir machen jetzt noch ein bisschen Feintuning an der Form von der Sicht von oben. So, dann wollen wir jetzt mal die Spitze edgig machen. Heißt einfach die Pfeile, dreh noch mal kurz, schräg ansetzen und dann einfach nur gerade hin und her feilen.
möchte ich nochmal ein bisschen die Nagelhaut wegmachen, weil ich will ja ein Fullcover drauf machen. Das heißt, ich nehme jetzt nochmal meine Fräse und werde unter dem Nagel sowohl auch als auch die Nagelhaut einmal ein bisschen bearbeiten. Jetzt nehme ich mir noch den ganz dünnen Bit einmal, um unter dem Nagel zu fräsen. So, da ich das ja das erste Mal gemacht habe, habe ich direkt mal gesehen, worauf man beim nächsten Mal achten sollte. Zum Beispiel, auf jeden Fall bin ich hier ein bisschen zu dünn geworden. Das heißt, auf der Seite sollte mehr Gel aufgetragen werden. Also generell auf den beiden Seiten. Hier habe ich ein bisschen zu wenig weggefaltet. Zum anderen sollte hier auf dieser Linie auf jeden Fall auch mehr Gel aufgetragen werden. Da ist es mir auch zu dünn geworden. Das heißt, der Aufbau muss hier auf jeden Fall noch stärker sein in dieser Linie. Wobei hier ist genug Gel, aber hier vorne an der Spitze, genau auf dieser Kante, ist ein bisschen zu wenig. Darauf sollte man beim nächsten Mal auch achten. Ansonsten finde ich das eigentlich schon ganz gut so. Wie gesagt, die beiden Sachen beim nächsten Mal auf jeden Fall drauf achten. Und ja, ich werde das Ganze jetzt einfach mal lackieren. Das war es jetzt auch schon mit dem Thema Nagelform Edge. Ein sehr spannendes Thema für mich, weil wie gesagt, habe ich vorher noch nicht gemacht in meinem Nagelstudio früher. Da wollten alle immer nur gerade Stiletto oder vielleicht mal einen Lipstick. Das war so das Standardprozedere. Ansonsten kann ich zu der Nagelform eigentlich nur noch sagen, ist wahrscheinlich besser, wenn man das mit Acryl macht. Wahrscheinlich weniger Feilarbeit, weil wir mit Acryl das Ganze besser formen können und schon mal so ein bisschen in die Ausgangsposition kriegen. Und es verläuft natürlich auch nicht so stark wie Gel. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nach oben. Kommentar da lassen ist natürlich auch sehr gerne gesehen mit Videos, die ihr euch zum Beispiel wünscht. Auf Facebook, Twitter und Instagram dürft ihr natürlich auch gerne vorbeischauen und natürlich auch sehr gerne auf meiner Internetseite. Da gibt es ein bisschen was zum Lesen über Produkte oder meinen kleinen Lifestyle. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Chris.